So, jetzt habe ich noch mal an den Einstellungen rumgebastelt. Mal gucken, wie die Aufnahme jetzt wird. Und als Aufgabe machen wir Tanze bei verschiedenen Teleskopen. Dazu gehen wir aber in Gruppenkeile rein, weil die sind eigentlich ziemlich nah beieinander. So, das ist schon mal erledigt. Dann, wie gesagt, immer noch Dank für die ganzen Kommentare von euch. Macht halt wirklich Spaß, mit manchen zu quatschen. Die ersten Chaoten sind auch schon da, aber das gehört dazu. Dann wollte ich sagen, unten der Code, er wurde geknackt. Neuer Code ist da. Wenn du wissen willst, wie du diesen Code knacken kannst, guck einfach in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie man den Code einlösen kann, wo man den Code einlösen kann und gucken kann, ob der Code schon geknackt wurde oder eben nicht. So, dann erst nochmal Glückwunsch an den letzten Gewinner, den Use Creator Code. Peli-FN, Grüße gehen raus. So, dann zeige ich euch schon mal ganz schnell, wo wir hin müssen. Einmal müssen wir dahin. Dann, da war ich aber schon. Jetzt muss ich gerade selber noch mal gucken. Dann der nächste Punkt ist da und der nächste Punkt ist da. So, jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Das sind die Posen in der Mitte. Und wie gesagt, den Punkt hier habe ich schon gemacht. Also hier war ich schon. Jetzt gerade überlegen, je nachdem wie die Zone ist, ob wir alle drei Punkte quasi noch mal so ablaufen können. Dann, wenn ich jetzt wüsste, nee, dann gehen wir erst zu das Depot. Das ist natürlich genau oben auf dem Berg. Dann zeige ich euch doch alle drei Punkte, weil das geht dann easy. So, das Ruckeln ist noch normal. Ich gucke nämlich gerade weiter auf meinen zweiten Bildschirm. Kodierung sagt nichts. Das Problem ist, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das beim ersten Mal eingestellt habe. Weil die erste Einstellung, die ich hatte, als ich die ersten Videos gemacht habe, die war echt perfekt. So, hier einmal tanzen. Das war mir klar, du 31er. Ja, guck mal, der Nachrennt. Aber ist nicht schlimm. Kann ich nämlich von hier direkt rüber fliegen. Aber es ist immer dasselbe. Das hier wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber werden wir trotzdem hinkriegen. Ich baue einfach direkt ab. Gerade hier schon mal ein bisschen was an Waffen mitholen. So, zack. Also wie gesagt, das war der erste Punkt. So nicht, mein Freund. Aber ihr habt gesehen, es hat nicht geruckelt. Das macht mir ja schon wieder ein bisschen Hoffnung. So, jetzt muss ich mich doch gerade ein bisschen beeilen. Das ist nämlich genau da, wo die zwei dann quasi auch sind. Eine Waffe werden wir schon irgendwie hinkriegen. Da war ein Gegner. Mal gerade markieren. Zeigt, da muss ich hin. Markierung ist da. So einfach wird es doch nicht, weil die Zone nämlich schon kommt. Die andere wird nämlich auch nicht so einfach sein. Aber wenn ich sterbe, werde ich ja safe in der Luft sein. Da wird ich eigentlich nochmal dahin kommen können. Aber den Punkt jetzt zu zeigen, wird nicht ganz so leicht. Und 200 Materialien. Das wird eng. Denkt immer, man hat Zeit durch die Zone. Das Problem ist aber auch jetzt nur 41 Leben. Aber wie gesagt, auf dem Thumbnail habe ich es auch nochmal komplett markiert. Von daher müsste es eigentlich safe gehen. Ach komm, du. Das habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Gucken wir, vielleicht kommen wir näher ran. Hallo. Komm.
aufgefallen ist, der Punkt dann immer weggeht. Ich müsste eigentlich nur auf die Insel, beziehungsweise Berginsel. Und dann rüber. Zack. So, ich will es euch ja immer in einer Runde zeigen und nicht in zwei. Der andere Punkt unten, der wird ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich ziemlich nah an der Wüste lande, müsste es eigentlich gehen. Ah, natürlich. Also wie gesagt, auf dem Berg, ihr seht ja, da ist schon der nächste. Sterben. Natürlich. Jetzt sterbe ich nicht. Ach, hier ist Zeit drin. Ach, sterben wir jetzt relativ gut, ne? Da haben wir sie mal hin. Ich glaube, selbst nicht mal mit Hochbauen müsste ich das schaffen. Meter sind es noch. Ja, wirklich näher komme ich da auch nicht. Vor allem, ich muss mich aber noch mal hochbauen. So, jetzt Feierabend. Bam, 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 bam. Da sterben wir eigentlich jetzt. Hey, hier ist die bessere Variante. Jetzt rennt natürlich hier auch kein Mensch rum. Ah, doch, da ist einer. Komm. Nicht töten, nicht töten. Hallo, du sollst mich töten. Danke. Da muss ich hin. Das wird safe wieder nicht zu schaffen sein in der Runde. Vor allem immer bin ich auf der anderen Seite. Das ist so zum Heulen. Da vorne hat erstmal nur Metz ohne Ende. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Tempo. Scheiße, dass der Punkt da immer weggeht. 300 Meter noch. Och, lass mich doch in Ruhe. Was ist das denn für ein Spinner? Ja, toll, mit 25 Leben brauchst du natürlich auch nicht zu Ende zu gehen. So viel Langeweile haben. Da muss ich hin. So, jetzt werden wir es hoffentlich schaffen. Zack, 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 zack. Easy. Zwar ein bisschen umständlich, aber in einer Runde machbar, wie man sieht.
Hallo? Zack, Aufgabe geschafft. Also nochmal, einmal da und einmal bei Dusty auf dem Berg. So, haben wir das auch hingekriegt. Jetzt spielen wir die Runde noch vernünftig zu Ende. Nur gucken, wo wir Waffen herkriegen. Sterbe ich natürlich kurz, bevor ich in der Zone bin. Man kennt ihn. Jetzt heißt es erstmal Waffen kriegen. Von hier ist ja gar nichts. Es leckt immer noch. Jupp. Also immer noch nicht die richtige Einstellung gefunden. Oh Mann, ey. Ist hier ein Nest von denen oder was? Das, ach, das ist doch ein Spielbass, ey. Zwei Gegner und die Aufnahme kommt nicht mehr klar, ey. Das ist so ein Golden, ey. Und zum Weinen. Die Runde will ich natürlich noch schön zu Ende mitnehmen. Schön die EP noch sammeln. Alter, was sind die denn so aggressiv hier? Boah, weil irgendwas an Waffen wäre echt noch sinnvoll. Einfach nix. Hat wie viel Leben an das Ding, ey. Ich brauche doch Waffen. Dann können wir wenigstens ein bisschen was machen. Alter, haben die allen Aim von 99,9?
Ich sag ja, so richtige Infights brauchst du zurzeit echt nicht eingehen. Es ruckelt einfach wie Sau. Oh, können wir ein bisschen rumsnipen. Wenn ich mal einen sehen würde. Immer so, weil es lag. Ich werde mir über freiwillig die Waffe schmeißen. Natürlich daneben. Doch sitzen müssen. Dann auf einmal geht alles. Einmal, wo alles funktioniert. Erst gar nichts und dann alles. So, wie gesagt, ich markiere euch noch alles auf der Map. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. In dem Sinne, haut rein.